Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Depression im höheren Lebensalter. Und als Gast und Spezialisten haben wir Herrn Prof. Dr. Michael Berner gewinnen können. Herr Prof. Berner ist Psychiater und Arzt für Psychotherapie und Gründer und Leiter des MHI, des Mental Health Institutes. Prof. Berner, willkommen. Schönen guten Tag. Frage: Was ist ein Unterschied eigentlich zwischen einer Depression nochmal und einem depressiven Verhalten? Naja, wir alle sind mal schlechter drauf und haben Stunden oder Tage, wo es uns nicht so gut geht. Die Depression ist aber tatsächlich eine dauerhafte Veränderung über mindestens 2 Wochen zum negativen Pol hin. Man kann sich nicht mehr freuen, verliert den Antrieb. Und damit eine richtige psychiatrische Erkrankung? Eine Erkrankung und auch eine organische Stoffwechselstörung im Gehirn. Ja. Wie häufig ist das? Sehr häufig. Die Depression ist die zweithäufigste seelische Störung. Angst ist die häufigste. Ja, so. Und es sind ungefähr etwa zwischen 6 und 7% tatsächlich der Allgemeinbevölkerung an einem Punkt behandlungsbedürftig. Wenn man das jetzt für Karlsruhe übersetzen würde, 330, ungefähr 17.000 Karlsruher sind heute depressiv. Jetzt haben wir das Thema der Depression im höheren Lebensalter. Ist das die Depression im höheren Lebensalter häufiger als im mittleren oder im jugendlichen Alter? Tatsächlich ist es so, wer im Alter Depressionen hat, hatte die meistens auch in seiner Jugend schon. Wir alle denken, ne, Blackie Fuchsberger, Alter ist nichts für Feiglinge, ja, sozusagen so. Da muss man sich mit auseinandersetzen. Aber tatsächlich sind Depressionen nicht zwangsläufig höher im höheren Lebensalter, aber sie werden seltener entdeckt und auch deutlich seltener behandelt. Hängt das damit zusammen, dass man das dann eher auf andere somatische Erkrankungen bezieht, dieses Verhalten, das psychische Veränderungsverhalten? Naja, also da, wo ich geboren wurde, sagt man, muss ich mich jetzt outen, sich nehme des, so im Alter. Ja? Das heißt, wir geben uns sozusagen zu, dass bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Aber wenn wir gut mit uns umgehen, dann können wir eigentlich länger aktiv bleiben und auch müssen auch nicht depressiv werden. Aber bestimmte Risikofaktoren nehmen natürlich im Alter zu. Kurzes Statement, Demenz und Depression, gibt es einen Bezug? Ja, Depressionen sorgt für Vereinsamung, sage ich mal ganz salopp gesprochen. Deshalb, wer viele Depressionen unbehandelt hat in seiner Jugend, im Alter höheres Demenzrisiko. Wie therapiere ich jetzt im Alter? Im Grunde genommen genau wie vorher auch. Das Wichtigste ist, dass ich die Hilfe in Anspruch nehme. Dass ich einfach sage, Moment mal, ich spüre das, dass ich jetzt mich schon so lange nicht mehr freuen könnte, dass mir der Antrieb fehlt, ich suche Hilfe. Und da ist es natürlich auch für die Angehörigen ganz wichtig, dass sie auf ihren geliebten älteren Menschen schauen oder auf ihren Partner und sagen, Mensch, da passiert irgendwas, ja, such Hilfe. Und dann ist zum Beispiel der Hausarzt vielleicht ein guter Ansprechpartner und der wird dann eventuell eine medikamentöse Behandlung in die Wege leiten oder auch das ist überhaupt nicht falsch, eine Psychotherapie im höheren Lebensalter. Und das Wichtigste, vielleicht was man selber tun kann, ist, dass man schaut, wo sind meine sozialen Netzwerke, wo ist Familie. Also der protektivste Faktor, im Alter psychisch gesund zu bleiben, ist soziale Netzwerke zu pflegen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das Tagebuchschreiben Depressionen auch gut therapieren kann. Na, also fände ich es als Psychiater nicht ganz so gut, weil eher das Miteinander mit anderen Menschen natürlich das Entscheidende ist und nicht das Sein im stillen Kämmerchen. Aber das Tagebuchschreiben ist sicherlich das, dass man reflektiert über Dinge, dass man bewältigt, dass man abarbeitet. Und das gehört natürlich zu einer guten Depressionsbewältigung auch dazu, dass man vielleicht die Stolpersteine in seinem Leben in Ordnung bringt. Das ist im Grunde genommen Psychotherapie ohne Psychotherapeut. Also gerade im höheren Lebensalter würde ich ja bevorzugen eine nicht-medikamentöse Therapie, weil man ja durch viele Erkrankungen, die man schon akquiriert hat im Alter, sehr viele medikamentöse Interaktionen dann hat, noch mit neuen Pharmaka, die man dazu nimmt. Ist das berechtigt, diese Sorge? Ja, sicher. Also desto weniger, umso besser. Ja? Aber tatsächlich, wenn die Depression schwer genug ist, dann komme ich an der medikamentösen Behandlung nicht vorbei. Aber man kann natürlich Dinge machen und die sind fürs Alter auch wieder ganz wichtig, die nicht medikamentösen Verfahren. Licht, Licht, Licht. Ja? Also jetzt
wenn es jetzt Frühling ist und die Sonne scheint, rausgehen und das Leben draußen leben, Bewegung, Sport, solange es geht, ja, das sind die ganz entscheidenden Dinge, die da vielleicht auch helfen können. Das kann ich mir gut vorstellen, denn das könnte auch die Depression helfen. Frage noch, eine letzte Frage noch, wie ist das mit der familiären Hilfe? Na, ganz wichtig ist, dass ich Beziehungen pflege, dass ich an meinem sozialen Netzwerk, das heißt, dass ich Freunde habe, dass ich ein Leben noch habe und das finde ich ganz entscheidend, sich auch im höheren Lebensalter immer noch Ziele setzen und Aufgaben stellen. Das ist sicherlich was ganz Entscheidendes. Das war ein wunderschönes Abschlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Berner. Sehr gerne. Großartig.